Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu diesem Video. Ihr könnt es schon sehen, Black Friday steht vor der Tür und wir haben hier eine Mystery Box oder eher eine Mystery Box, weil Xiaomi hat sich gedacht, naja, hier bei Shimmer Media HD, da sehen wir das ein oder andere Mal doch ein Xiaomi-Video oder ein Xiaomi-Produkt in einem Video, was ganz einfach daran liegt, dass ich persönlich ein absoluter Xiaomi Fanboy bin, wirklich, also komplett, ich bin da voll mit im Game dabei und sogar so sehr, dass ich von dem Unternehmen so sehr überzeugt bin, dass ich mir sogar Aktien davon besorgt habe, weil es ist wirklich, also Xiaomi ist einfach für mich das neue Apple und das sogar noch zu besseren Preisen, also Qualität von Apple und der Preis auf jeden Fall von, ja, definitiv günstiger. Und ich mag es, wenn einfach ein Unternehmen oder ein oder wenn Produkte, das Unternehmen dahinter, das ist eigentlich, sag ich mal, ist eher zweitrangig, aber wenn Produkte von einer Marke, sag ich mal, ein sehr, sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und ja, wir haben jetzt hier eine Mystery Box. Black Friday steht vor der Tür. Da wird es natürlich den ein oder anderen Deal geben. Am 11.11. gab es natürlich auch schon eine ganze Menge Deals, aber am Black Friday 27. macht euch da auf jeden Fall ein Häkchen in den Kalender rein. Da geht's nochmal richtig ab. Und hier haben wir auch schon ein paar Mystery-Sachen drin. Wir machen das Ganze mal auf und schauen mal, was wir hier mit am Start haben. The Black Friday Edition ist quasi hier die Black Friday Edition von dieser Mystery Box. Außenrum sieht man halt auch hier schon mal so ein paar Sachen. Ich denke mal, das werde ich mir irgendwo schön ins Regal stellen tatsächlich. Bin sogar echt am Überlegen, ob ich hier das hier hinten leer räume und da das dann einfach reinstelle. Würde ich auf jeden Fall fühlen, vielleicht mache ich das auch noch. Wir schauen mal, was wir hier drin haben. Da haben wir zum einen hier die Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Die sind quasi so ein bisschen ja, länglicher, die man quasi so ins Ohr stecken kann. Es gibt aber auch noch die, die ich am meisten empfehle, natürlich die Xiaomi Redmi AirDots. Das sind so quasi, so die quasi eher im Ohr drin stecken. Das hier sind quasi eher solche, die so ein bisschen dann raushängen. Sieht quasi ein bisschen aus wie abgeschnittene Kopfhörer. Aber es gibt ja auch Leute, die mögen diese hier lieber als die, die nur so komplett im Ohr drin sind. Dann, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh. Wir haben hier das Xiaomi 10T, also Xiaomi Mi 10T Lite mit 5G tatsächlich am Start. Also dieses Smartphone hat 5G mit am Start. Und wir haben hier tatsächlich, ach hier unten können wir noch vielleicht ein paar Sachen sehen. Ich will gucken, ob hier schon mal irgendwie ein paar Specs draufstehen. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Modell in Pearl Grey bekommen mit 6 GB Arbeitsspeicher, 64 GB internem Speicher. USB Typ C haben wir hier wohl mit am Start. Wir haben ein SIM-Eject-Tool natürlich mit am Start. Was für einen Prozessor haben wir hier drin? Steht das hier irgendwo? Finde ich jetzt hier tatsächlich keine Infos drüber. Relativ interessant. Normalerweise steht das eigentlich auch immer hier so hinten drauf. Vielleicht steht das hier nicht drauf, weil es eine Mystery Box ist. Das kann natürlich sein. Dann werden wir auf jeden Fall innen drin eventuell gleich noch ein bisschen mehr lesen. Aber was ich schon mal gesehen habe hier vorne, 5G, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr zukunftsorientiert, weil ne, 5G macht ja Sinn. Dann haben wir hier, und ich glaube, das habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gesehen, das ist so eine, ja, so eine Luftpumpe oder eher so ein Kompressor. Luftpumpe ist, glaube ich, echt ein bisschen zu wenig. Hier steht Mi Portable Electric Air Kompressor. Ja, also ja, Kompressor tatsächlich. Das ist auf jeden Fall, beziehungsweise machen wir das gleich auf. Wir schauen erstmal, was wir noch hier drin haben. Nicht, dass ich jetzt hier schon vorab alles vorwegnehme. Achso, okay, sonst haben wir hier nur noch drei Kugelschreiber drin. Hier mit dem Xiaomi-Logo an der Seite. Das zeige ich euch, glaube ich, besser hier. So, da sieht man das Xiaomi-Logo an der Seite. Und, So, ist halt das Xiaomi-Logo an der Seite drauf. Ganz normale Kugelschreiber vorne, wie man es auch kennt. Ich habe nämlich hier von Xiaomi auch immer
diese Kugelschreiber hier da gab, die man so schön aufdrehen kann. Und da, da habe ich mir sogar damals sogar ein 10er-Pack hiervon geholt, weil die wirklich von Xiaomi, die Kugelschreiber hier, die sind wirklich super, super gut und fühlen sich sehr, sehr, sehr edel in der Hand an. Und vor allem sind die auch alle einzeln hier vorne bei der Kugel. Das kennt man bei den meisten günstigeren Schraubenziehern, ja, bei den meisten günstigeren Kugelschreibern nicht so. Aber da ist immer so eine kleine Abdeckung drauf, dass es halt nicht, austrocknet. Und ist auch hier bei allen mit am Start. Und damit kann man dann, ist eine Wachsschicht oder so, ist diese Kugel, besteht glaube ich aus Wachs. Und dann kann man dann damit schreiben, die hier sind nur so ein bisschen anderer, die hier sind eher aus Plastik. Die anderen, gut, die sind glaube ich auch aus Plastik, aber die sind auf jeden Fall wesentlich schwerer. Finde ich auf jeden Fall nice, Kugelschreiber kann man nie genug haben. Und packen wir das jetzt erstmal auf die Seite, ein paar Kugelschreiber. Und dann fangen wir hier mal ganz kurz mit dem Kompressor an. Da bin ich doch mal gespannt. Tatsächlich ist mir letztens beim Spazieren mit meinem Sohnemann der Kinderwagen ist einfach platt geworden. Und also ein Reifen davon. Und hiermit könnte man dieses Problem zukünftig ziemlich schnell beheben, was ich sehr nice finde. Hier haben wir ein USB-Kabel mit am Start und hier solche, das sieht mir aus, als wären das irgendwelche Adapter oder so, könnte ich mir vorstellen. Ist auf jeden Fall hier sowas mit dabei. Dann schauen wir mal ganz kurz noch, was haben wir hier. Auch das wird wahrscheinlich der Aufbewahrungsbeutel sein, wo das Ganze reinkommen kann. Oh, ist relativ klein, oder? Ist das nicht grün? Ah, okay. Das war noch hier so reingesteckt, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen größer hier. Hier haben wir dann noch so eine Anleitung. Hier oben ist jetzt nichts mehr drin, das ist jetzt nur noch Pappe. Kann schon mal auf die Seite. Dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht sogar schon ein bisschen Saft drin haben. Ich würde sagen, hier unten geht's an. Nee, da unten können wir das Kabel wahrscheinlich reinstecken. Ja, hier unten kommt das Micro-USB-Kabel zum Laden rein. Ich finde das lustig, dass das aussieht wie so ein Schlauch. Okay, hier kann ich das jetzt quasi abmachen. Kann man einmal die rote Seite abmachen. Und die andere Seite? Achso, man kann nur die rote Seite abmachen. Okay. Gut, dann machen wir die rote Seite mal ab. Machen jetzt hier einfach mal diesen Adapter so drauf. So, dann geht... Also das Ding geht hier auch direkt an, wenn man hier das rote hier rauszieht. Mit dem Spitzen kann man es hier nicht reinmachen. Jetzt kann man hier Plus und Minus, dann kann man hier PSI einstellen. Ich weiß nicht, was PSI ist. Bar, 2,4 Bar. Lampe haben wir auch mit am Start. Machen wir mal mehr Bar, hier wird es mal 3 Bar. Ja, man merkt das schon ordentlichen Druck. Ach, man kann hier einstellen. Auto. Okay. Man kann hier an der Seite einstellen. Ich glaube, das oberste ist ein Fahrrad. Danach kommt ein Roller. Danach ein Auto und danach ein Basketball. Das heißt, man kann da so ungefähr schon mal einstellen. Wahrscheinlich sind da so vorgefertigte Einstellungen, also so Presets quasi für vorgenommen. Und wenn man dann quasi in die Mitte drauf drückt, merkt man hier auch schon ein bisschen den Druck, der da rauskommt. Und ich glaube auch deswegen ist hier auch das hier noch mit dabei, weil man kann das Ganze hier einfach abschrauben. Also einmal das hier natürlich. Aber hier kann man dann noch einen Adapter drauf machen, um dann zum Beispiel, weil hier gibt es für gewisse Ventile und hier gibt es dann für andere Ventile dann das, was man dann hier einfach so draufschrauben kann. Finde ich auf jeden Fall gut. Hier haben wir das Ladekabel damit am Start noch dafür. Zack, wenn wir das hier reinmachen, geht es dadurch automatisch wieder zu. Sieht aus wie so ein Schloss. Vielleicht legen wir sowas in Zukunft tatsächlich mal beim Kinderwagen in die Nähe oder hier so, dass man halt immer mal sowas hat. Finde ich auf jeden Fall gut. Also das werde ich auf jeden Fall da behalten. Finde ich auf jeden Fall gut.
Ja, Kopfhörer, die True Wireless Earbuds. Ja, da, die sind auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe ja mal so ein Video gemacht, aber ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, ich persönlich mag lieber die Over-Ear-Kopfhörer, deswegen lasse ich das auch einfach zu. Sind wahrscheinlich genauso gut wie die anderen, die ich getestet habe. Und für mich, von allen, die ich getestet habe, waren die von Xiaomi tatsächlich die besten. Ich hatte damals in einem Test von einem Kumpel die Apple AirPods da. Ich hatte verschiedene andere, von verschiedenen anderen Marken die AirPods da. Also diese True Wireless Earbuds. Und ich sage euch ehrlich, so wie es ist, die von Xiaomi, die AirDots, die waren einfach die besten. Und also die waren für mich vom Klang her einfach am besten. Und haben mich absolut überzeugt. Jetzt will ich mal gucken, was jetzt hier drin ist. Zack. Aber zum Tragen, als Tragekomfort, mag ich halt einfach lieber so zack, Over-Ear. Und das ist einfach, finde ich besser persönlich. Designed by Xiaomi haben wir hier auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal nice. Machen wir das hier mal so raus. Hier haben wir wahrscheinlich dann ein paar Sachen drin. Also hier haben wir einmal ein SIM-Kartentool. Und dann, wie man das von Xiaomi kennt, also erstmal hier das Papierzeugs. Aber was ich halt immer so schön finde, wie man das von Xiaomi kennt, eine Hülle ist hier schon mit am Start. So eine einfache Silikonhülle, einfach mega nice, dass es dabei ist. Und dann haben wir hier auch schon das Smartphone drin. Wir schauen aber, was wir sonst noch hier mit am Start haben. Ja, das können wir nämlich nochmal weiter aufmachen. Oha, da ist ein richtiger Charger dabei. Oha, was hat das Ding hier? Was steht da drauf? Output 5 Volt 3 Ampere. Ja, 5 Volt 3 Ampere. Dann haben wir ach hier, 27 Watt. Ja, und hier 33 Watt Maximalleistung. Okay. Ich würde sagen, das Ding, damit kriegt man so ein Handy auf jeden Fall schon gut schnell voll. Also, das sollte machbar sein. Wir haben hier das entsprechende USB-Typ-C Ladekabel mit am Start. Oh, zack, zack, zack. Ich mag das auch hier mit diesen Akzenten hier. Quasi so ein roter USB-Port. Also ein roter USB-Stecker und hier ein roter USB-Port. Kann man hier zack einfach so miteinander verbinden. Da hat man sein Ladekabel schon mal mit am Start. Und sonst haben wir hier nicht mehr viel mehr drin. SIM-Kartentool brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber ich will mal schon mal schauen. Wir haben ein 120 Hz adaptives Sync-Display mit 6,67 Zoll Full HD mit Dot-Display. Also wir haben quasi so eine Punch-Hole-Notch hier oben drin für unsere Frontkamera. Wir haben eine 64, also für die Selfie-Kamera. Wir haben eine 64-Megapixel-AI-Quad-Kamera. Das ist das Ding hier hinten. Das sind quasi vier Kameras. Ultra-Wide und Makro-Linse mit am Start. Qualcomm Snapdragon 750G und hier natürlich auch mit 5G am Start. Und das ist natürlich eine coole Sache. Vor allem, weil wir das Gerät hier mit einem 4820 mAh Akku ausgeliefert bekommen. Das reicht auf jeden Fall ein bisschen. Und dann haben wir hier, wie gesagt, eben schon 33 Watt Fast Charge mit am Start. Da kannst du einiges mitmachen. Wir machen das mal ab. Farbe sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Gefällt mir. Oha. Gefällt mir sogar sehr. Zieht euch das mal rein hier. Das sieht echt geil aus. So, auch generell von vorne. Da könnt ihr euch selbst sehen. Ja, ist echt ein schönes Gerät. Die Farbe, wie gesagt, auch gefällt mir sehr, sehr, sehr nice. Ach, Hülle kann ich jetzt erstmal Hülle sein lassen. Fingerabdrucksensor haben wir scheinbar wieder hier an der Seite auf dem Home-Button. Sieht ganz danach aus. Muss ich persönlich sagen, also ich habe ja, mein aktuelles Smartphone ist ja hier noch das Xiaomi Mi 9T Pro. Und ich sage euch ehrlich, so wie es ist, ich finde das richtig cool, dass wir da einen Fingerabdrucksensor haben, der im Display drin verbaut ist. Das gefällt mir sehr. Und mir gefällt auch ehrlich, diese Pop-up-Kamera gefällt mir auch sehr gut. Wobei ich jetzt nach ich glaube 2 Jahre habe ich das jetzt schon,
Man muss ab und zu mal hier oben dann wirklich hergehen und diesen Mechanismus, dann, wenn der quasi ausgefahren ist, einmal so ein bisschen mit dem Pinsel drumherum sauber machen, weil ansonsten sich so ein paar kleine Staubpartikel da reinsetzen können und das manchmal so schleift. So, ne? Also, mittlerweile schleift es nicht mehr, aber mir ist es halt aufgefallen, dass ich das einmal sauber machen musste. Deswegen wird sich wahrscheinlich auf Dauer solch eine Punch-Hole-Notch eher durchsetzen. Oder wahrscheinlich sogar irgendwas in Zukunft, dass wir durch das Display durch einfach uns vielleicht mit der Selfie-Kamera fotografieren können. Was natürlich noch geiler wäre. Aber ich weiß nicht, wie weit da die Technologie aktuell ist. Ich richte das Gerät mal ganz kurz ein und dann schauen wir uns damit mal ein paar Sachen an. So, ich schaue mal ganz kurz, so wenn ich mir hier den Display so anschaue. Das sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Spiele haben wir schon ein paar Stück vorinstalliert. Lords Mobile, Blueberry Story, Dust Settle, Bubble Short, Block Puzzle, Crazy Juicer. Crazy Juicer sieht mir ein bisschen aus wie Dings. Hier, wie heißt das? Fruit Ninja. Kurz schauen. Ja, es ist sogar sowas ähnliches, glaube ich. Continue. Es geht quasi darum, möglichst viele hier auf einmal zu kriegen. Ich hab's gecheckt. Okay. Yeah! Das Spiel ist ja mega cool. Aber da gehe ich trotzdem mal wieder raus. Wollte ich nochmal kurz antesten. Macht auf jeden Fall schon mal Bock. Und dann schauen wir uns mal die Kamera an. Das ist ehrlich gesagt, die Kamera ist das, was mich an einem Handy am meisten interessiert. Wir machen hier einmal zulassen. Man kennt ja diese ganzen typischen Standardsachen, die am Anfang immer kommen. Funktioniert für Blende. Videos gedrückt halten. Zum Auslösen. Okay. Super. Und dann drücke ich hier auf Aufnahme. So, das ist jetzt hier im Weitwinkel die Aufnahme mit dem Xiaomi Mi 10T Lite. Ja, in 4K mit 30 FPS mit dem Weitwinkelblick und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, aber ich hoffe gut. Machen wir mal auf das auf den normalen Dings, gucken, ob ich das eben on the go machen kann. Und dann machen wir mit der Standard Brennweite mal ein Video, so, zack. Das ist die Standardbrennweite mit 4K und 30 Bildern pro Sekunde mit dem Xiaomi Mi 10T Lite. Und ja, so von der Qualität könnt ihr euch ja selbst überzeugen. Ich werde auch mal das Audio hiervon ganz kurz mit reinspielen, dass ihr da vielleicht auch mal ein Gefühl für bekommt, wie sich das Audio, die Audiospur hier anhört. Und vielleicht ist das für euch auch ganz in Ordnung. Ich bewege mich mal hier extra so ein bisschen, dass man hier auch mal so ein bisschen Bewegung in Action sieht. Ja, und jetzt wollen wir auf jeden Fall nochmal die Selfie-Kamera testen, weil die interessiert mich natürlich auch. Zumal, wenn ich Vlogs oder sowas mit dem Handy filme, dann mache ich das ja meistens mit der Selfie-Kamera, meistens genau so hier ungefähr. Und das, was ich so schon mal von mir selber so sehe, das gefällt mir eigentlich schon mal ganz gut. Ich drücke mal, beziehungsweise ich gucke hier auch mal erstmal in die Einstellung, was haben wir hier? 720p mit 30 Bildern pro Sekunde und 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde auch tatsächlich. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob wir hier in den Einstellungen... hier gibt es auch noch hier Flackern beim Fotografieren von Bildschirmen verhindern. Auch das gibt es hier, ist standardmäßig auf 50 Hertz eingestellt, kann man aber auch auf 60 oder auf automatisch einstellen. Vorherigen Modus speichern, Kamera im vorherigen Modus öffnen anstatt Foto... Okay, das ist natürlich auch nice, dann kriegt man immer wieder die vorherige Funktion hier. Markieren von Videos erlauben, okay, Fotokamera spiegeln, okay, ja, ist auf jeden Fall nice. Das muss, warte mal, wenn ich das jetzt hier quasi aufnehme, ist das dann gespiegelt? Mal ganz kurz, Testaufnahme hier mit der Selfie-Kamera vom Xiaomi Mi 10T Lite. Also sieht soweit eigentlich ganz nice aus. Finde ich eigentlich in Ordnung, ist auch relativ stabil, wenn ich jetzt hier mal so bewege. Ja. Könnt ihr meine Poren sehen? Ist jetzt halt nur Full HD, aber ich finde auch für Full HD ist auch in Ordnung, auch die Dynamik und so vom, also
Dynamikumfang von den Farben her und so finde ich es eigentlich auch ganz in Ordnung. Sieht ganz gut aus. Kann man sich eigentlich jetzt nicht beschweren, würde ich sagen. Ne? Ist eigentlich wirklich ganz, ganz in Ordnung. Jetzt will ich nur ganz kurz gucken, ob das Video... Ja, okay, so ist das Video jetzt hier tatsächlich spiegelverkehrt. Also der macht die Schrift auf meiner Kappe spiegelverkehrt. Werdet ihr natürlich jetzt im Video nicht sehen, weil ich das jetzt da natürlich gedreht habe. Also es gibt hier eine Einstellung in dem Handy. Da kann man einfach hergehen und hier Frontkamera spiegeln. Da macht ihr das Häkchen einfach raus. Und wenn ich das quasi jetzt dann hier so vor mir habe... und dann jetzt nochmal eine Videoaufnahme starte. Hier sehe ich jetzt noch quasi alles spiegelverkehrt. Jetzt stoppe ich die Aufnahme und schaue mir das so an. Und jetzt ist es so auf jeden Fall gerade. Also so, dass quasi die das Ganze nicht... Was, oder? Soundqualität so? Hier sehe ich jetzt noch quasi alles eine Videoaufnahme starte. Hier sehe ich jetzt noch quasi alles spiegelverkehrt. Ja, da habe ich abgeschlossen. Das klingt vom Ton ja gar nicht mal so verkehrt. Mit der Selfie-Kamera vom Xiaomi Mi 10T Lite. Ist das nicht ganz laut? Hör mal lauter. Also sieht soweit eigentlich ganz nice aus. Finde ich eigentlich in Ordnung. Ist auch relativ stabil, wenn ich jetzt hier mal so... Also der Ton ist echt gut. Der Ton ist echt gut. Mal ganz kurz gucken. Helligkeit kann man noch mal ein bisschen heller machen, damit ich das Display auch noch mal wahrnehmen kann von der Displayqualität. Ja, ja, hier verstanden. Wir haben am Anfang immer diese ganzen Tutorials, man kennt es. Der Selfie-Kamera vom Xiaomi Mi 10T Lite. Display, wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Kamera, alles in Ordnung. Ton ist in Ordnung. Ja, alles in allem mal wieder ein richtig geiles Smartphone aus dem Hause Xiaomi, vor allen Dingen hier mit 5G, damit seid ihr auf jeden Fall ja, für die Zukunft gewappnet, was jetzt Internet betrifft. Vorher war es immer 4G, was im Smartphone drin sein musste und jetzt ist es 5G, aber ich sage euch ehrlich, so wie es ist, 4G ist auch nach wie vor noch immer noch genug, 5G ja, ist die Zukunft und ist ja auf jeden Fall auch schon cool, wenn ihr das jetzt schon drin habt, aber von wirklich brauchen kann man hier aktuell meiner Meinung nach noch nicht wirklich sprechen und das sage ich als YouTuber-Streamer, denn auch wenn man unterwegs vielleicht mal das ein oder andere mal streamt etc. pp., mal abgesehen davon, dass die Netzabdeckung hier in Deutschland naja ist, aber ist nach wie vor definitiv eine coole Sache, dass wir überhaupt so eine Technologie wie 5G bekommen und vor allem, dass so eine Technologie wie 5G in so einem Smartphone hier mit drin ist, weil ich meine mich auch zu erinnern, dass das gar nicht mal so teuer ist, das Gerät. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten nochmal in der Videobeschreibung, wie ein paar andere Links hier zu Xiaomi und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und an dieser Stelle würde ich auch sagen, ja, ich hoffe, euch hat hier dieses Unboxing der Mystery Box gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Freut euch auf jeden Fall auf den Black Friday, da könnt ihr eine ganze Menge Geld sparen. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei, was am Black Friday so auf euch wartet. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht es mir, weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.